Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Nightchat 420 aus Mainz Hauptbahnhof. Wir fahren in Richtung Amsterdam. Das ist unser Zug, eine ÖBB 1116. Und wir haben hier diese Nightjet-Wagen in dieser wunderwundervollen Lackierung. Ich werde gleich auf alle Mods und Szenarien und sowas eingehen. Wir gucken uns einmal ganz kurz hier die Nightjet-Wagen an von der ÖBB. Und hier vorne haben wir auch noch die Intercity-Wagen der ÖBB in diesem Graurot und hier halt eben die Schlafwagen. Und wir sitzen hier in der Baureihe 182 und rüsten einmal den Führerstand auf und dann erzähle ich gleich mehr dazu. Das Szenario ist von Tom Fresco, so viel sei schon mal jetzt dazu gesagt. Und alles weitere gleich. Die Türen müssen wir nicht mehr aufmachen. Sehr gut, also können wir direkt in Vorwärtsstellung. Wir drehen uns einmal hier nach hinten hin und schalten mal vorne dreimal weiß, hinten zweimal rot an. PZB machen wir uns natürlich an. Federspeicherbremse ist gelöst. Türsteuerung können wir leider nicht anwählen. Bremsart können wir auch nicht verändern. Müsste eigentlich, ja gut, dann fahren wir halt in P. Okay. So. Ich glaube, hier hinten müssen wir eigentlich nichts mehr machen. LZB brauchen wir sowieso nicht. Insofern sind wir eigentlich schon abfahrbereit. Das bedeutet, wir schalten jetzt noch hier die Spitzensignale ein. So, Leselicht brauchen wir nicht. Bremse lösen, ne? Zuglichter machen wir noch an für unsere Fahrgäste. Okay, Zugsammelschiene ist an. Dann einmal das Display hier noch auf schwarz. Bremsen lösen. Und auf geht die hoffentlich nicht allzu wilde Fahrt nach Koblenz. So, ich habe mich direkt befreit. Genau, also zum Szenario. Das Szenario ist von meinem guten Freund Tom Fresco. Genutzt wird für das Szenario eine Repaint-Mod von meiner guten Freundin Hannah. Und zwar ist das so, dass dann die Baureihe 182 aus Hamburg-Lübeck, die wird jetzt hier umgefärbt als ÖBB 1116. Übrigens mit blauem Führerstandstisch. Ganz lieben Dank dafür. Da habe ich sie nochmal extra gefragt, ob sie den Führerstandstisch noch umfärben kann. Und das hat sie tatsächlich gemacht. Herzlichen Dank. Genau. Und dann haben wir auch noch hinten dran die Intercity-Wagen. Jawohl, miep, miep. Die Intercity-Wagen aus dem Baureihe 101 DLC. Die werden hier ebenfalls mitgenutzt. Und auch die sind halt entsprechend gefärbt. Ne, wir sehen es hier in ÖBB Grau und die Nightjet-Wagen. Mir ist bewusst, oh, ein PBZ. Mir ist durchaus bewusst, dass wir hinter uns keine Liegewagen in diesem Sinne haben, sondern es sind halt weiterhin die Sitzwagen. Ne? Ihr seht es hier. Die Sitzwagen. Das lässt sich jetzt nicht verändern. Ne? Da kann man jetzt keine Liegen oder sowas als Modder oder Modderin einbauen. Dazu bräuchte man, glaube ich, schon den offiziellen Editor und den haben wir nun mal nicht. Und da finde ich es eigentlich in Ordnung, dass wir halt jetzt ja mit in Anführungszeichen nur einem Repaint klarkommen müssen. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Genau. Ich schalte das mal noch kurz auf Dunkel. Ja. Also braucht man, um das Szenario hier so spielen zu können, braucht man halt auf jeden Fall diese Repaint-Mod von Hannah. Und die ist verlinkt in der Videobeschreibung und das Szenario von meinem guten Freund Tom ist ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Und zwar als Download dann entsprechend für den PC im Railsim-Forum gibt es das dann zum Downloaden.
Wenn ich das aber richtig im Kopf habe, dann macht der Tom gleichzeitig das Szenario auch noch. Das baut er dann noch ein kleines bisschen um, sodass es im Creators Club auch da ist. Dann wird dann halt nicht diese Mod hier genutzt, sondern ja, zwei Repaints aus dem Creators Club oder vielleicht sogar drei Repaints. Die sehen dann natürlich nicht so hochdetailliert aus, wie jetzt hier, ne? Da sehen wir schon, das ist halt wirklich extrem detailliert. So wird das nicht aussehen. Aber es ist trotzdem in diesem Sinne immer noch nachspielbar. Wir sehen hier, wie die 425 kommt uns entgegen. Also bräuchte man, glaube ich, die Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Die bräuchte man. Ob man die sowieso bräuchte, weiß ich nicht. Wegen der Baureihe 101. Ne? Die kann man ja auch Standalone kaufen. Die braucht man auch, die Baureihe 101. Bremen-Oldenburg braucht man. Uns ist nämlich gerade die 155 in Blau entgegengekommen. Und ja. Na? Wo ist die AFB? So, genau. Und ja, wir halten auch schon noch im KI-Verkehr, was uns da sonst noch so entgegenkommt. Aber wir sind hier erstmal unterwegs auf der linken Rheinstrecke als Nightjet, praktisch in einem modernen Fahrplan. Ne, also die Strecke ist ja eigentlich gesettet im Jahre 1997. Wir sind jetzt in einem Fahrplan unterwegs, der, glaube ich, so Mitte der 2010er Jahre entsprechen würde, denke ich mal. So oder so ähnlich würde man vermutlich schon den Verkehr hier auf der linken Rheinstrecke finden. Und was wir auch finden, ist ein haltzeigendes Signal. Oh, doch nicht, gerade umgesprungen. Ich fahre jetzt aber trotzdem ein bisschen langsamer, bevor wir die ganze Zeit Stop-and-Go-mäßig fahren müssen, weil wir haben ja Fahrgäste. Oh, die 187 hier. Wir haben ja Fahrgäste, die schlafen wollen. Und die möchte ich jetzt nicht quälen, indem wir die ganze Zeit hoch und runter beschleunigen. Also würde ich sagen, ja, gehen wir mal auf die 130 hier so. Und versuchen mal die Geschwindigkeit zu halten. Okay, wir müssen sowieso anhalten. Ja, schon wieder ist das Signal umgesprungen. Ich fahre dann noch ein bisschen langsamer. Also vielleicht so 120. Oder ja, sagen wir mal 110. 110 ist vielleicht eine gute Geschwindigkeit. Ups, Bremse ist noch angelegt. So. Genau, ja. Also ich fahre jetzt ein bisschen langsamer, ganz bewusst, damit wir nicht die ganze Zeit hier eventuell von der PZB genervt werden. Ich hoffe, da war jetzt. Oh. Zugbeeinflussung. Wir haben ein haltzeigendes Signal vor uns. Ja, man sollte nicht zu viel hier ins HUD springen, ne? In die Außenkamera springen. So, das wird natürlich bestätigt. Zugbeeinflussung. Und wir rollen mal weiter bis zum Signal. Mit etwas Glück müssen wir nicht anhalten. Ich nehme mal hier die E-Bremse ein bisschen rein. Jawohl, wir können weiterfahren. VMAX 25, weil 500 Hertz Beeinflussung. Zugbeeinflussung.
Druckbeeinflussung. Okay. Also wir beschleunigen jetzt mal nicht so viel. Sind hier unterwegs auf der linken Rheinstrecke übrigens. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Zwischen Mainz und Koblenz. Okay, wir beschleunigen etwas. Gehen wir mal auf die 100 km/h vielleicht hoch. Jawohl, das Signal ist grün. Sehr schön. Also gefällt mir sehr mit diesem blauen Führerstandstisch im Gegensatz zu dem grünen. Ganz lieben Dank nochmal dafür. Für das Repaint. Es ist wirklich sehr schön. Und das Beste übrigens an dem Repaint ist, hier an dem Repaint der 182, ist, dass es halt ein Standalone-Repaint ist. Das heißt also, es ist nicht so wie die früheren Repaints von TSW 2020, wo dann praktisch alle Loks ersetzt werden, sondern man kann halt wirklich dezidiert diese 1116 in der ÖBB-Lackierung auswählen, wenn man die halt fahren möchte. Aber es ist nicht so, dass alle 182er so aussehen, sondern eben nur die, die man fährt. Und das finde ich ist. Ja, schon eine Quality of Life Verbesserung. Ist ja auch eine sehr schöne Lok. Aha, eine 110. Und wir müssen abbremsen. Nehmen wir mal die E-Bremse voll rein. Die ist recht stark hier beim Taurus. Das gefällt mir sehr. Und das bestätigen wir natürlich. Sind schon unter der 85. So, Ankündigung auf 150, das braucht uns jetzt gerade wirklich nicht zu beeindrucken. Und da vorne ist schon das halt zeigende Signal. Hier ist der 500-Hertz-Magnet. Und wir rollen mal ans Signal ran. Soeben umgesprungen ist. Mann, ich wollte eigentlich mal stehen bleiben, um mir mal die Repaints hier genauer anzugucken, aber irgendwie wird das nix. Herrlich, oder? Wie das aussieht. Ich kann nicht aufhören, Screenshots zu machen, entschuldigt. So, 85er blinkt, das heißt, wir dürfen jetzt 80 fahren. So.
So. Ja, früher morgen ist es, ne? Ich glaube in Amsterdam, da kommen wir so gegen, was denn, 8, 9 Uhr vermutlich an. Denke ich mal. Ne? Wir kommen vermutlich so gegen kurz vor 5 in Koblenz an. Von da aus ist es dann Pi mal Daumen 1 bis 1,5 Stunden nach Köln. Das heißt also, sagen wir mal 6:30 Uhr sind wir dann in Köln. Ungefähr 1,5 Stunden später sind wir in Duisburg. Das ist also so 7, 8 Uhr. Ja gut, vielleicht kommen wir in Amsterdam so gegen 10 an. So, langsam Fahrt ab hier. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Waren wohl 60. Und ab hier 160. Wir können mal den Roadrunner nutzen dafür. Ja, unser Zuglängenmesser. So. Dann gehen wir mal hoch auf die, ja, 100. Ich glaube nämlich, dass wir nach wie vor irgendwem hinterherfahren. Oder vielleicht auch jetzt nicht mehr. Das die nächste Signal scheint jedenfalls grün zu sein. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch auf Geschwindigkeit. Ne, Vorsignal, ja, passt. Und das ist die Ankündigung auf 150. Dann stellen wir die AFB direkt auf 150. Dann fahren wir auch nicht schneller. Ich hätte mal wieder total Lust, mit der Baureihe 143 oder 112 zu fahren. Und zwar mit N-Wagen. Hier links noch eine 612. 425. So, 150 gelten ab hier. Oh, Moment, da habe ich die AFB auf 160 eingestellt. Jetzt. So, 160 sind es ab hier. Also kurz den Roadrunner aktiviert. Dafür einfach zweimal hier draufklicken oder zweimal ganz schnell halt eben Leistung aufschalten. Ja, jetzt, je nachdem Koblenz Mainz jetzt eine ganze Zeit schon draußen ist, ne, da kann man jetzt wirklich sagen, jetzt kann man ja ganz entspannt hier mal die Strecke hoch und runter fahren, ohne sich jedes einzelne kleine Detail angucken zu müssen. Jetzt kann man mal die Strecke wirklich als solche genießen und das finde ich jetzt einfach sehr angenehm. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht mehr irgendwelche Züge vor uns haben. Apropos Züge, eine 363 in Doppeltraktion. 363, Entschuldigung. Mir wurde neulich in die Kommentare geschrieben, dass man das ja gar nicht bei der Baureihe als 363 bezeichnet, sondern da würde man immer 363 sagen. Oder eben 365 zum Beispiel. Man sagt ja auch VT628. Da versuche ich in Zukunft drauf zu achten.
Man sagt ja halt, man sagt halt aber auch gleichzeitig sowas wie Baureihe 120 und nicht Baureihe 120, ne? Also irgendwie ist das bei einigen ist das eben so und bei anderen Baureihen sagt man es nicht so. Finde ich ganz interessant auf jeden Fall. Dass das wohl abhängig davon ist, mit von welcher Baureihe man gerade spricht. Ich glaube, nur bei den Baureihen mit einer 1 davor würde man das nicht sagen. Aber bei allen anderen Baureihen würde man das sagen. Ne? Ich würde ja auch sagen, zum Beispiel Baureihe 218. Sagt man ja, glaube ich, auch. Ne? Keiner würde 218 sagen. Klingt ja auch irgendwie bekloppt. So. 100 km/h. Und hier sogar 90. Jetzt entlang des Rheins. Und da kommt ein ICE-1 entgegen. Sehr schön. Da steht noch eine 110. Das sieht aus wie eine 182 und eine 185 ebenfalls. Und ab hier dürfen wir 120 fahren. Einmal den Roadrunner aktiviert. Und hoch auf die 120. Aber ich muss euch eins sagen, es macht richtig Spaß, hier zu fahren. Oh, und vor allem mit dem KI-Verkehr. Ein Lokzug. Leider alle Stromabnehmer oben. Ab hier sind es 130. Und go for it. Was ich gut finde, ist, dass hier mittlerweile nur ein Teilnehmer steht, ne? Voll auf Stand her irgendwie so Teilnehmer 2 oder 3 oder sowas. Aber dass wir nur in einer Lok unterwegs sind, das ist, glaube ich, selbstredend. An der Burg vorbei. Herrlich. Klar ist das jetzt nicht auf dem Niveau ausgestaltet wie die Niddertalbahn und ehrlicherweise kann man das auch nicht erwarten, dass andere DTG-Strecken jetzt alle so aussehen wie die Niddertalbahn. Das wird nicht so sein. Aber ich finde, schön ist die Strecke eigentlich schon, ne? Also hier mit diesen ganzen Burgen und so, die zumindest angedeutet worden sind. Fachwerkhäuser links und rechts. Also jetzt gerade hier nicht, aber in den Städten, wo es halt vornehmlich zu finden ist, haben wir auch Fachwerkhäuser, Schiffe,
Schiffe, die leider nicht fahren. Das ist das einzige Manko. Ja, wie gesagt, das Szenario, wenn ihr es nachspielen wollt, Links dazu in der Videobeschreibung, sowohl zum Szenario für den PC mit der Mod, Link zu der Repaint-Mod in der Videobeschreibung und Link zu dem Szenario im Creators Club ebenfalls in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ich denke daran, sollte ich es vergessen haben, mich einfach mal dran erinnern. Die fahren hier einfach auf der Landstraße 100. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht fahren die 100. Ich dachte kurz, sie fahren sowas wie 110, 120. Das wäre nämlich nicht erlaubt auf einer Landstraße. Ich glaube aber, die fahren 100. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die in Realität nicht die 100 fahren, oder? Das glaube ich fast nicht. Oh, was wir übrigens auch noch machen, es gibt ja hier diesen Buggy, diesen Wagen, mit dem man fahren kann. Und da werden wir auch mal demnächst irgendwann die linke Rennstrecke hier zumindest teilweise mit dem Auto abfahren. Hier gibt es ja so einen schönen Weg hier rechts, ne, direkt am Wasser. Das kann man mal machen, da so ein bisschen entlang fahren. Auch hier eine wunderschöne Ortschaft, einer meiner Lieblingsortschaften hier. Direkt einmal durch das Zentrum durch, Fachwerkhäuser auf der einen Seite, der Rhein auf der anderen Seite, Stege, Bootsstege, Fahrradwege, hier so eine Kirche, eine Burg. Und selbstverständlich der entsprechende Bahnhof, der da heißt Niederrheinbach. Ach, wer sich das hier anguckt und es nicht schön finden kann, ja, weiß ich auch nicht. Der ist wohl falsch hier. Dann Hut ab, dass die Person bis hierhin durchgehalten hat, es sich anzugucken. Oh, eine 101. Ja, wir kennen es wie immer, der KI-Verkehr in diesen Szenarien ist absolut der absolute Wahnsinn. Oh, habe ich gerade etwas? Gut, ich glaube nicht, dass 1997. Gab es da schon Solaranlagen? Ich glaube nicht, ne? Oder? Weiß ich gerade gar nicht, aber ich glaube es nicht. Also zumindest nicht so, dass es irgendwelche Privatleute hatten. So. Hier wieder eine Burg. In Bacharach. Bacharach, das klingt sehr deutsch irgendwie, ne? Also so ist das. Wenn sich Leute, die nicht Deutsch sprechen, sich die deutsche Sprache vorstellen mit so super harten, hart auszusprechenden Lauten, dann sagen die auch mal sowas wie Bacharach. So, genug Fotos gemacht hier. Jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Ach ja. Ich finde, der TSW 3 hat sich wirklich sehr gut entwickelt. Also wenn man mal diese ganz lange Entwicklung sich
vor Augen führt mit damals CSX Heavy Haul, das allererste, ja, die allererste Strecke für den TSW und dann damals mit Rapid Transit. Und wenn man das jetzt mal vergleicht hier mit der linken Rheinstrecke und Niddertalbahn, was wir mittlerweile für Fahrzeuge haben, wie unglaublich krass sich die Qualität gesteigert hat. Und. Also das ist schon heftig eigentlich. Klar gibt es immer noch irgendwelche Fehler, irgendwelche Bugs und so. Ja, das will ich gar nicht irgendwie außen vor lassen. Aber mal so die positiven Sachen betrachtet, es ist schon wirklich gut, wie sich der TSW entwickelt hat. Und ehrlicherweise bin ich froh, dass jetzt erst die linke Rheinstrecke kommt und nicht vor 3 Jahren oder sowas, weil dann wäre sie bestimmt nicht so schön geworden. Dann wäre sie nicht im Ansatz so gut gewesen, wie sie es halt jetzt ist. Eine 155. Mit Latz. Sehr schön. War, glaube ich, ein Repaint von Nick Hawk. Die 155 mit Latz. Hier haben wir noch Rail Cargo Austria Wagen, Railien Wagen und eine 182. Ja, hier die Wagen von RCA. Schön, oder? Also man kriegt schon mit, das ist hier so historisch gesettet. Hier die Burgen, die Stadtmauern, die Fachwerkhäuser. Diese orangenen Dächer, das ist schon gut gemacht. Es ist eine fabulöse Strecke. Anders kann man es nicht sagen. Haben wir hier das Horn ausprobiert? Wo ist denn das Horn? Da. Zugbeeinflussung. So, einmal runter auf die 90. Hätten wir hier nicht eine 1000 Hertz Beeinflussung bekommen müssen? Auch schön, ne? Dass sich hier so. Dass hier selbst noch die Trauben angedeutet sind. Ach ja, die Stelle, wo der Rhein fehlt. Ja, das muss, wie gesagt, das muss behoben werden. Das ist ein ICE 3. Ich fand's doch mit der Führerstandsbeleuchtung besser. Ja. Einmal in die Kurve legen. Ab hier haben wir auch wieder Wasser. Hier, Loreleifelsen. Einer der, ja, größten, einer der Highlights der Strecke
wenn das hier mit dem Wasser nicht wäre. Kleiner Lockzug. 185er von Railion. Von Railpool. Und auf in den Tunnel, der da hieße Banktunnel. So, ich sagte doch eigentlich genug Fotos gemacht. Warum halte ich mich nicht dran? So, wir können mal kurz die Leistung, glaube ich, rausnehmen. Wir fahren eh bergab. Oh, wir dürfen 110 fahren. Also einmal Geschwindigkeit hoch. Der Bahnübergang, der leider nicht schließt. Oh, herrlich, oder? Diese Nightjet-Wagen. Hier sogar als BMZ markiert. Sehr schön. Und was ist mit den Wagen? BMZ. Das müssten auch eigentlich AMZ sein. Oder? Gut, die Benennung ist sowieso nicht korrekt, weil eigentlich sind die erste Klassewagen hinter uns AVMZ und die zweite Klassewagen sind BPMMZ, ne? Also von daher passt das ja eh nicht. Aber es soll halt eben, wie gesagt, einen Nightjet darstellen, so oder so ähnlich fahren die ja auch hier genau auf dieser Strecke rum. Übrigens saß ich auch schon mal tatsächlich in den Nightjet. Der 420 fährt ja, glaube ich, Richtung Amsterdam. Ich saß aber dem anderen Nightjet praktisch in die andere Richtung runter, Richtung Österreich. Und zwar genau hier auf dieser Strecke bei Nacht. Und Leute, es ist einfach spektakulär, hier bei Nacht vorbeizufahren und aus dem Fenster zu starren auf den Rhein und sich dann die ganzen Lichter anzugucken und den Sternenhimmel und alles Mögliche. Also es ist wirklich Hammer. Ich bin jetzt insgesamt in meinem Leben viermal mit dem Nachtzug gefahren. Davon zweimal in Sitzwagenabteilen, einmal in einem privaten Einzelwagenabteil und einmal in einem, also das private Einzelwagenabteil war ein Schlafwagen und einmal zu zweit in einem Liegewagen. Und es war wirklich jedes Mal, es war einfach toll. Am meisten macht es tatsächlich Spaß, wenn man das nicht alleine macht, sondern mit Menschen, die man kennt. Denn bei mir persönlich sind auch total so Klassenfahrtsgefühle aufgekommen. Das war schon cool. Das eine Einschränkung auf 100. Mit Dostos. Würde ich übrigens auch sehr gerne hier auf der Strecke fahren. Ich bin ja nicht so ein begeisterter, ja, sagen wir mal 146er-Fan, beziehungsweise doch 146er ja schon, aber halt eben nicht so ganz von den Dostos, einfach weil man die ja überall hier auf allen Strecken immer sieht. Und da fand ich ja Bremen-Oldenburg und jetzt hier Mainz-Koblenz wirklich eine sehr gute Abwechslung und auch Nidertalbahn, dass man keine Dostos sieht. Aber andererseits denke ich mir, ich würde sehr gerne mal mit euch zusammen hier eine Fahrgastmitfahrt machen. Und bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich das hier in den Intercity-Wagen machen soll, also in den alten, die mit der 103,
oder ob ich das mal in einem Dosto machen soll. Weil man kann ja aus dem oberen Stockwerk, kann man ja eigentlich ganz gut auf die Strecke gucken. Besser als von hier unten, ne? Da weiß ich nicht, da könnt ihr mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob wir mal eine Mitfahrt lieber in den Dostos machen sollen oder in den Intercity-Wagen. So, das sieht aus wie was Orangefarbenes. Also bremsen wir schon mal. Ja, ist halt zu erwarten. So, unter der Prüfgeschwindigkeit sind wir schon. Wir lassen mal rollen bis zum nächsten Signal, bis wir es einsehen können. Und das sieht aus wie Fahrt. Also ist der 500er nicht aktiv. Nö, also befreien wir uns. Und ich gehe mal so hoch auf 80, weil wir vermutlich schon wieder jemandem hinterherfahren. Siebzehn Kilometer noch, dann sind wir auch in Koblenz. Und dort endet dann unsere Fahrt. Dort werden wir dann abgelöst. Wir sind nämlich den ganzen weiten Weg von Österreich hier hochgefahren. Und ab hier, ab Koblenz bis nach Amsterdam, übernimmt dann die Kollegin oder der Kollege für uns. Aber bis Koblenz haben wir noch ein paar Kilometerchen. Und fahren jetzt mal hier ganz gemütlich noch über die Map. So, das nächste Signal sieht so aus, als wenn es uns auch Fahrt anzeigen würde. Da würde ich sagen, können wir mal hoch auf die, gehen wir mal hoch auf die 120. Das müsste eh die Ankündigung, ja, für 120 sein. Und das vorsignalisiert uns Fahrtbegriff. ICE1 kommt da wieder. Und ab hier vorne gelten gleich 120. Und wir haben wieder halt zu erwarten. Wenn wir etwas Glück haben, fällt das Hauptsignal wieder auf Fahrt hoch. Kann etwas hochfallen? Nee, ne? Das geht gar nicht. Wir schleichen uns mal langsam ran, in der Hoffnung, nicht über den 500er zu fahren. Nicht über einen aktiven 500er zu fahren. So, ich glaube. Jawohl. 500er ist aus.
Gehen wir mal hoch auf so 60. Und das bestätigen wir natürlich. Zugbeeinflussung. Ankündigung auf 100. Nehmen wir zur Kenntnis. Ja, so wäre es, wenn man praktisch den Kopf aus dem Fenster lehnen würde. So, das müsste doch, glaube ich, Binger Brück sein? Nee, Bobhardt. Bobhardt. Dann beschleunigen wir wieder ein bisschen. Das Hauptsignal ist nämlich grün. Hier einer der wirklich sehr schönen Stellen, die jetzt gleich hier kommen. Glaube ich, das müsste doch, glaube ich, hier im Bobhardt sein. Oder? Na, mal gucken. Doch, ja, genau. Wenn man hier dann praktisch, ja, meines Erachtens hier so steht und Train spottet, und dann kann man wirklich den Zug einfach die komplette Strecke entlang verfolgen. Hier mit so einer, mit so einem schönen. Dafür bräuchte man ein Objektiv mit einer sehr guten Brennweite. Oh, was sagt das Signal? Gar nichts. Ne? Und dann kann man den Zug einmal hier so die gesamte Strecke entlang verfolgen. Das ist doch schön. Vielleicht wärt ihr interessiert an so einem Trainspotting-Video, wo man mal einfach mal nur so entlang der Strecke steht und trainspottet, was so im Fahrplan so entgegenkommt. Auch hier wirklich. Es ist einfach schön, hier mit so einem Nightjet entlang zu fahren. Ja, wir können im TSW jetzt im Grunde genommen mit dem Nightjet fahren. Das. Apropos Nightjet. Da kommt uns der Gegenzug entgegen. Sehr schön. Und wir ziehen da vorne weiter in unsere Kreise. Hier mit den Weinrieben im Hintergrund. Mit dem Rhein im Vordergrund. Ups, da waren wir jetzt etwas sehr weit weg. So, ab hier sind es 140. Wenn man auch so ganz rauszoomt, hat man noch ein krasses Geschwindigkeitsgefühl, oder? Aber dafür sehen wir dann nicht mehr so viel. Runter mit der Geschwindigkeit. Der Zug bremst wirklich ziemlich gut, muss ich sagen. Wir sind ja auch nicht so lang. Ne? Der Zug geht ja eigentlich so von der Länge her. Zugbeeinflussung. So, 500er ist an.
Und wir rollen weiter. Na, nicht stehen bleiben. Okay, gut. Dann fahren wir jetzt nicht gegen das haltzeigende Signal an. Machen wir jetzt aber auch gar nicht, weil das Signal umgesprungen ist. Ach, jetzt haben wir vielleicht doch. Ich ziehe mal kurz die Bremsen an. Kurzen Augenblick Zeit, uns mal das Repaint hier anzugucken. Hier auch mit diesem Taurus-Branding. Ne? ÖBB Produktion GmbH. Assembled bei ÖBB. Hier Zulassung für Österreich und Deutschland. Revision 2022, ÖBB 1116. Und hier auch die Intercity-Wagen in dem Nightjet Repaint als BMZ. Ja. Revision, was sind hier 2019? Und da unser Ziel Koblenz. So, stimmt, der 500er ist aktiv, ganz vergessen. Bis 25 km/h dürfen wir fahren und ab dem Signal dürfen wir dann auch beschleunigen. Schauen, dass der 500 Hz-Magnet ausgeht, der Leuchtmelder. Jawohl. Und jetzt können wir hoch und uns direkt befreien. Machen wir auch. Na, nicht zu viel aufschalten. Wir müssen ja nicht übertreiben. Wir fahren, wie gesagt, mit schlafenden Leuten. Da wollen wir jetzt nicht, die wollen wir jetzt nicht aus dem Bett kullern lassen. Das war auch so einer meiner Ängste, als ich tatsächlich im Schlafwagen dann war, dass nicht vielleicht der Lokführer oder die Lokführerin eine Zwangsbremsung bekommt. Und ich glaube, die Bremsung wird man ordentlich merken. Aber das ist auf all meinen Fahrten nicht passiert. Auch keine Schnellbremsung oder so, also zumindest nicht, dass ich davon wach geworden wäre. Natürlich habe ich jetzt nicht durchgeschlafen in diesen Schlafwagen, ne? Man wird halt immer mal wieder so wach. Das ist, glaube ich, passiert, glaube ich, so gut wie jedem, es sei denn, man hat wirklich einen Schlaf wie ein, nicht nur wie ein Stein, sondern wie ein Felsen. Dann vielleicht, dann klappt das vielleicht noch, aber ansonsten wird man halt ab und an mal wach. Aber ich finde es halt trotzdem vollkommen okay. Allein die Tatsache, dass man überhaupt ein paar Stunden geschlafen hat insgesamt, ist schon gut. So. Ja, die letzten 10 Kilometer bis Koblenz. Und ich sehe da schon wieder ein haltzeigendes, na, nicht, doch nicht, gerade noch umgesprungen. Ein halt ankündigendes Signal, nee. Aber wir verringern mal die Geschwindigkeit auf so 110. In der Hoffnung, dass das nächste Signal weiterhin keinen quittierungsbedürftigen Signalbegriff zeigt. Mal schauen.
das Hauptsignal ist auf jeden Fall HP2. Das passt doch. Das Vorsignal ist auch grün. Ja gut, ich glaube, das passt so von der Geschwindigkeit her ganz gut. Was ich auch schön finde, ist, dass wir wirklich viel Vegetation auch hier haben. Sind zwar immer nur die gleichen Bäume, ne? Anders als jetzt bei der Nidertalbahn, da haben wir ja sehr viel Abwechslung. Aber allein, dass überhaupt hier viel Vegetation verbaut ist, ist schon mal ein großer Pluspunkt. Also wenn man da jetzt zum Beispiel an Arosa zurückdenkt, das sieht da schon ein bisschen anders aus, ne? Ihr wisst ja, die Arosa-Bahn ist halt leider irgendwie so ein bisschen das Negativbeispiel einer Strecke, wie man es halt eben nicht machen sollte. Und die 187 ist eine Lok, die man als Negativbeispiel nimmt, wie man es eben nicht machen sollte als Lok. Gut, für die 187 ist nach wie vor ein Update ausstehend. Das sollte auch bald irgendwann kommen, bald in Anführungszeichen. Also es wird auf jeden Fall noch kommen. Aber Skyhook Games hat ja jetzt gerade erstmal die Midland Mainline Karte, Strecke, die veröffentlicht wird irgendwann in Zukunft. Und ich denke mal, danach werden die sich wohl um die 187 weiter kümmern, hoffe ich zumindest. Also mir gefällt diese Perspektive hier sehr. So, vielleicht können wir die Durchschnittsgeschwindigkeit etwas erhöhen auf 120. Denn das nächste Signal scheint auch, ja, nicht quittierungsbedürftig zu sein. Gehen wir mal auf die 130 dann. Ich denke mal, die fahren irgendeinem Schnellzug hinterher. Das wird vielleicht irgendwie ein ICE sein, vielleicht aber auch ein Güterzug. Ja, wobei, nee, wäre es ein Güterzug, dann wären wir dem schon lange aufgefahren. Ich denke mal, das wird irgendwie so ein auch nicht haltender Zug sein, dem wir hinterherfahren. Weil der Pi mal Daumen mit der gleichen Geschwindigkeit unterwegs sein wird wie wir. Dann kann es ja schon mal kein Güterzug sein. Apropos Güterzug, rechts sind 185 von MRC. Mit Kesselwagen. Also ich kann mich sehr gut mit der Idee anfreunden, dass diese Strecke auch einfach in der Jetztzeit gesettet ist. Ne? Also man merkt ja nicht so wirklich große Unterschiede, außer halt im Rollmaterial, im Fahrplan. So, das ist halt auch schon der größte Unterschied. Ansonsten ist halt wirklich, ja gut, die Autos vielleicht, aber die kann man halt auch einfach ignorieren. Ne? Von daher, ich würde es irgendwie schon cool finden, wenn das irgendwie mal ein DLC geben würde, so eine Art Lok-DLC mit so einem modernen Fahrplan und modernen Zügen. Ne? Also, dass man vielleicht den ICE 1 dann hier hat im Fahrplan, die 101, die 185, 155 und vielleicht irgendwie als neuer Zug, ich glaube, der Flirt 3 würde doch sehr gut passen, oder? Das wäre doch was, ne? Der Flirt 3 hier auf der Strecke. Heieiei. Ich finde es ja irgendwie ganz interessant, dass... Oh, wir sind gleich schon in Koblenz. Finde es irgendwie ganz interessant, dass eigentlich alle meine Wünsche, die ich hatte für den TSW, mittlerweile erfüllt worden sind, ne? So, meine größten Wünsche waren N-Wagen. Die haben wir. Intercity mit der 101 haben wir. Baureihe 110 haben wir. Baureihe 103 haben wir. Und hier die linke Rheinstrecke. Ich habe ja schon oft in Videos davon schwadroniert, wie gerne ich diese Strecke haben wollen würde. Und das haben wir jetzt alles. Was mir jetzt nur noch fehlt, also so an modernen Zügen hätte ich super gerne so den Flirt 3, ne? Den finde ich toll. Und hätte gerne den Wittenberger Steuerwagen. So. Und den Intercity Steuerwagen. Und die Baureihe 120. Okay, da gibt es noch einiges, was es noch kommen müsste.
Aber wenn man sich mal prinzipiell so an meine Wünsche hält, vielleicht wird ja einiges davon ja wahr. Weil vieles von dem, was ich mir gewünscht habe, irgendwie ja auch gekommen ist mittlerweile im TSW. Ich bin erst sehr zufrieden, deshalb mit so der Auswahl, die wir mittlerweile im TSW haben. So, wir ziehen vor. Ich glaube, wir müssen nicht ganz vor bis zum Signal ziehen, oder? Ja, wobei ich glaube, der TSW möchte, dass wir so weit vorne halten. Oder? Ich halte mal hier an, um zu gucken, vielleicht klappt das ja auch. Oder wir müssen wirklich ganz bis nach vorne vorziehen. Nee, das passt schon. Okay, dann. Türwaldschalter ist. Da ist der Türwaldschalter. Rechts müssen die aussteigen, deshalb müssen wir den jetzt hier auf links setzen. Weil Intercity-Wagen und hier die 182, das passt nicht so ganz. Das ist dann irgendwie mal verkehrt herum. Aber jetzt sind die Türen auf der richtigen Seite offen. Joa, schön. Willkommen in Koblenz. Guten Morgen aus Koblenz. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute und alles Liebe und ja, eine gute Weiterfahrt. Ciao, ciao.